So, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Subnauticas Let's Plays. Und jetzt will ich erstmal am Start ein bisschen was sagen. Und zwar erstens, nach dem Video kam irgendwie so ein Freund und war so, yo, welches Subnautica meinst du eigentlich mit Subnautica Let's Play? Und ich war so, warte mal, es gibt zwei? Es gibt mehr als eins? Was? Und was ich noch sagen wollte, hier gibt's die ganze Zeit so irgendwelche komischen Geräusche, macht die ganze Zeit so ein Du-Du-Sound. Das liegt vermutlich an meinem Tisch, weil der wackelt. Oder an meinem Stuhl. Weil, keine Ahnung. Entweder ist das scheiße oder ich habe ihn scheiße zusammengebaut. Ich habe geguckt, was immer ich probiert habe, hat nicht funktioniert. Deshalb probiere ich es einfach mit still sitzen. Oder ich guck mal, ich hole mir mal vielleicht einen anderen Stuhl. Dann morgen. So, ich habe jetzt das mit einem Stuhl aus der Küche probiert und es hat sich angefühlt wie Krebs. Also habe ich lieber so ein dumpfendes Geräusch oder was auch immer, wie auch immer man es beschreiben kann, ist das hier passiert. So. Dann gucken wir mal, ich will auf jeden Fall dieses Teil reparieren. Weil ich habe so das Gefühl, das fliegt mir um die Ohren bald. So. Aber ich will es auch lieber nicht bei Nacht machen. Habe ich dich eigentlich schon gescannt? Ja, ich vermute schon. Außerdem, bin ich dumm oder sieht das anders aus jetzt? Oder liegt es daran, dass es Nacht ist? Sieht es doch definitiv anders aus. So, ich will aber auch jetzt nicht alles, die ganze Energie schon verplempern. Was ist das? Ja, es sind nur Korallen. Okay, die Sonne geht auf. Oder sie geht unter. Keine Ahnung. Okay. Versuche ich mich mal wieder ein bisschen zu orientieren. Aber ich brauche unbedingt was, um mich zu verteidigen. Weil sonst passiert wieder das wie in der letzten Folge. Was ist das? Günther ist natürlich auch wieder am Start. Dann gehe ich mal runter. Oh, da ist Quarz oder so. Da hast du mich erschreckt, Günther. Boah, hier ist aber. Oder? Nee, ist nicht so tief. Frag mich, was passiert, wenn ich da reinschwimme. Oh, hier ist ganz viel Zeug. Okay, wo? Ah, das ist es. Okay, ich sollte aber wieder hoch. So, jetzt habe ich Schwefel. So, Ausrüstung, Leuchtfackel. Ich möchte Reparaturwerkzeug, Silikongummi.
Brauche ich Silikongummi? Wo kriege ich Silikongummi? Schlingpflanzenbüschel. Wo kriege ich das? Mal gucken, was ich noch für anderes Zeug machen kann. Also es ist auf jeden Fall eine Pflanze. Feldmesser. Konstruktionswerkzeug. Ah, ich kriege noch. Ich kann ja noch als anderes Zeug kriegen. Für die Ausrüstung. Ja, habe ich anderes. Auch noch anderes Zeug. So, Reparaturwerkzeug. Dann gucke ich mal, wo ich diese Schlingpflanzen. Ach. Müssen wir was zu trinken holen? So. Schlingpflanzenbüschel. Hier ist Quarz, Titan. So, yummy, yummy, schlecker, schmecker. Yeah. Okay, die Teile brauche ich also für Schwefel. Okay. Ich mag es nicht so ganz tief zu gehen. Sind das vielleicht Schlingpflanzen? Ja, das sind es. Sehen kann ich die scannen. Hey Günther, ich will dir doch nichts. So, aber wo kriege ich jetzt dieses Leuchtzeug? Okay, das ist vermutlich dieses leuchtende Zeug. Oh, ich will nicht darunter. Okay, ne. Oh, was ist das? Ich hab Angst. Ich will nicht darunter. Pussys. So, jetzt hab ich's. So, und jetzt will ich wieder nach Hause. Manche würden mich ein Weichei nennen. Und das stimmt auch. Ich bin ein Weichei, aber ich kann mich auch nicht verteidigen. Das ist jetzt meine Ausrede. Und Selbstscan habe ich jetzt auch gefunden, wie man das macht. Wenn mir mal langweilig ist. Aber wie es aussieht, habe ich keine Aids oder sowas. Und nein, habt ihr jetzt gesehen, wir haben uns nicht bewegt. So, und jetzt dieses verdammte Reparaturwerkzeug, womit ich vielleicht auch irgendwann was kriege, womit ich mich verteidigen kann. Silikongummi. So, jetzt hier Reparaturwerkzeug, damit ich dieses Teil auch mal wieder in Ordnung kriege. Okay. Reparieren. Was ich dann... Ja, ich kann das hier machen. So, was muss ich noch? Nachricht abspielen. Okay. Okay, und wie fixe ich das? Ich will nicht in die Luft, ja, ich will nicht in die Luft fliegen. Wie fixe ich das? So, wo drückt denn eigentlich der Schuh? Ich finde hier gar nichts. Wie? Na, okay. Warnung, örtliche Strahlungswerte zeigen, dass die Antriebskern der Aurora einen kritischen Zustand erreicht hat. Und wie repariere ich den bitte?
Ich will nicht in die Luft fliegen. Okay, mal gucken. Unerforschter Wasserplanet. Okay, und Antriebskern auf. Hier steht nirgends was davon. Soll ich jetzt einfach warten und gucken, ob ich explodiere? Ich will nicht explodieren. Okay. Ich glaube, sollte ich lieber einfach auf YouTube gucken, was ich machen soll. Ich guck einfach mal. Okay. Ich habe mir jetzt ein Video angesehen. Und scheinbar ist nicht das hier die Aurora, sondern das Ding da. Und ja, der Typ war auch viel weiter als ich, also vermute ich mal, dass ich nicht sofort das Teil reparieren muss. Okay, es ist keine Vermutung, es ist eine Hoffnung. Ich hoffe, dass es so ist. Außerdem hat er, ist da irgendein Zeug, was mich gern umdrehen würde. Okay, hier ist ein Feldmesser. Das heißt, dann mache ich mir erstmal was, damit ich möglichst nicht sterbe. Hier, Feldmesser. Aber ich will nicht nur. Was? Okay, das hier ist das einzige Ding, womit ich mich verteidigen kann. Ich bin voll am Arsch. Feuerlöscher, Medikit, Schwimmflossen, das klingt geil. Aber dazu brauche ich wieder Silikongummi. Ich will nicht. Ich will nicht weg. Hier sind auch noch Geräte. Seegleiter. Wasserdichter Behälter. Hier ist eine mobile Fahrzeugstation. Seegleiter. Wie kriege ich das? Bestimmt nicht durch ein paar Pilze. So viel schon mal dazu. So, ich würde sagen, wir warten einfach mal, bis das Teil da in die Luft fliegt. Wobei, ich muss wohl unbedingt was trinken. So, das ist das Einzige, was ich so trinken kann. Ja. Okay. Ich fühle mich mit diesem Teil hier kein Stück sicherer. So, jetzt brauche ich aber erstmal was zu trinken. Wird es dunkel? Ich glaube, es wird dunkel. Ja, es wird dunkel.
bin noch zu jung zum Sterben. Und das fällt nur so wenig auf. Oh Gott, ich bin verloren. Weil ich glaube, ich brauche nicht im Ozean das Reparaturgerät. Nee, Feldmesser behalte ich. So. Was macht eigentlich dieses andere Zeug? Das ist die Rettungskapsel. Danke, Computerstimme. Hallo, was macht ihr denn so? Falls ihr es noch nicht verstanden habt, ich fühle mich trotz dieses Messers kein Stück sicherer, aber ich kann jetzt ein bisschen mehr Zeug einsammeln. So, ich möchte ein paar Schwimmflossen, aber ich möchte auch nicht zu diesem richtig tiefen Teil bei Nacht hingehen. Warum kann ich nicht einfach schlafen? Die Nacht hier. Ich hasse sie. Warum muss ich? Ich habe aber auch keinen Bock, das Let's Play bei der zweiten Folge abzubrechen. Computerchip. Tischkrankprobe Gold, Kupferdraht, aha. So, was kann ich mit diesen Dingern machen? Schmierstoff, Kabelsatz. Schwimmflaschen. Flossen, dafür brauche ich zweimal Gummi. Ich will nicht nochmal dahin. Es reicht nicht bei Nacht. Ich habe so das Gefühl, ich bin ein kaputter Plattenspieler. Mami, Hilfe! Aha, danke! Wissen, wie es jetzt da draußen aussieht. Ich kann es auch nicht wissen. Okay, wie kriege ich einen Strahlenanzug?
Okay, ich weiß, wie ich ihn kriege, aber ich weiß nicht, wie ich das Zeug dafür kriege. So. Ich sag schon mal Hallo zum Krebs. Was macht hier die ganze Zeit dieses Geräusch? Lol, was ist das? Also kann ich rennen. Okay, danke. Jetzt weiß ich, wie ich diesen 2 Millimetern renne. Bin ich woanders jetzt? Also, das Gute ist, ich bin am Leben. Das Schlechte ist, ich weiß nicht, wie lange das noch bleiben wird. Ah, vermutlich, vielleicht ist es das hier. Warum kriegen die ein geiles Teil, aber ich nicht? Kann ich die auch irgendwie kriegen, die Koordinaten? Vermutlich nicht. Energiezelle. Kann ich da irgendwie die inne? Ja, ich mache einfach ein bisschen Zeug mit dem Messer da. Okay, ich kann vielleicht meinen Selbstscan nochmal benutzen. Okay, kann ich es irgendwie? Nein, vermutlich nicht. Ist es schon Tag draußen? Oh, es ist Tag. Fast. Ah, Rettungskapsel. Untiefenbesatzung mit defekten Seegleiter. Haha, ich hier hab zumindest etwas. Untiefen. Ey, das hört sich nicht wirklich vielversprechend an. Okay. Brauchte ich noch für irgendetwas? Muss wieder runter, oder? Ja. Hi, Günther. Definitiv nicht wieder. Zumindest nicht freiwillig. Spiel, die Musik beruhigt mich gerade kein Stück. So, jetzt hole ich mir wieder einen richtig nicen Drink. So, lecker Schmecker. So, dann hole ich mir noch kurz Gummi, 2 Stück.
So, hier, Schwimmflossen. Ja, damit, bitte. Sie wird auch voll langsam. Jetzt habe ich nicht ganz zugehört. Ich wollte gerade nicht. Okay, also wieder nur irgendein Zeug, was ich eh nicht ändern kann. So. Will ich wissen, was die Untiefen sind? Okay, jetzt bin ich ein kleines bisschen schneller. So, was seid ihr jetzt eigentlich? Nice. Schwebe. Sieht nicht gerade sehr appetitlich aus. War ich hier schon mal? Ich glaube, nein. Ich glaube, ich will es auch nicht sein. Kann ich nicht einfach den Rest meines Lebens hier im Korallenriff chillen? Ich meine, ich will da auch irgendwie schnell hin. Wenn ich da hingehe, gut, sind da halt zwei Idioten mit diese. Ich meine, ich brauche doch vermutlich so ein Teil. Weil sonst würden die ja auch schwimmen. Ich glaube nicht, dass es da wirklich sicher ist. Schon bekannt. So, jetzt habe ich hier Schrott. Und wie werde ich das hier alles los? Was macht hier die Geräusche? Zum Teil. Und hier ist auch Zeug. Hallo? Housekeeping! 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 Come back later, please. Housekeeping! Housekeeping! Not now. Housekeeping! Housekeeping! Go away! I come in anyway? No, go away. I come in anyway. Wir sind scheinbar so Höhlenzeug. Und da hinten war noch irgend so ein Metallklumpen. Den kann ich scheinbar nicht aufsammeln. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Also ich weiß schon, wohin ich soll, aber ich glaube nicht, dass es sicher ist. Weil, wenn ich eins weiß, ist, dass es auf unserem Planeten nicht wirklich viel Freundliches im Ozean gibt.
Everybody's still playing, and don't you know it's a beautiful day. Hey. So, jetzt habe ich Quarz und Kupfer. Und ich habe so die Vermutung, dass sich die Entwickler eventuell davon inspiriert haben lassen, wie es in unserer Welt aussieht. Weil ich habe so die Vermutung, dass sie auch von der Erde kommen. Oder zumindest wissen, dass es existiert. Ich meine, das hier sieht doch schon so vertrauenswürdig aus, oder? Und ich habe nur, was ist meine Selbstverteidigung? Das hier. Das hier ist, was ich zur Selbstverteidigung habe. Toll, dann kann ich dem Ding, welches mich auffressen wird, auch noch eine schöne Frisur geben vorher. Thank you. Nom. Hier sind so Höhlenteile. Vermutlich ist da auch was drin, was mich fressen will. Oder gar nichts. Na, das ist eins dieser Dinger. Ich hab keine Ahnung. Ich hab aber auch keine Lust aufzuhören. Wenn es eine Phobie... wenn ich eine Phobie habe, dann ist es die Phobie... Oder besser gesagt, die Angst vor dem Unbekannten. Und das ist sehr unbekannt alles. Hol ich mal ein bisschen die Kuchen. Also bei mir ist es nicht nur, es ist halt nicht nur eine Angst, es ist eine richtige Phobie. Wie man sehr stark sieht, falls ihr es noch nicht kapiert habt. Wie sieht's eigentlich aus? Oh, ich nehme schon viel zu lange auf. Okay. Das war's mit dieser Episode. Wir haben jetzt ein Messer. Wird mir bestimmt gegen eine Riesenkalmare oder was auch immer kommen wird helfen. Oh, ich bin am Ende.